Hallo Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es ein schnelles Video von mir und zwar zum Thema Grillen. Es geht ja jetzt dann bald los, Grillsaison ist und ich möchte mit euch eine Grillsoße zaubern. Wundert es euch nicht, ich habe eine Brille auf, habe keine Lust gehabt, dass ich meine Linsen eingetun, weil Feiertag ist. Also, ich habe das Rezept auf meinem iPad gespeichert, ich habe es angestöpselt, weil der Strom nicht mehr ganz langt. Habe ich aus der Rezeptwelt und ich verlinke euch das wieder unten und die Zutaten, Zubereitung kommt alles in die Infobox. Nein, könnt ihr nachschauen. Aber es geht wirklich ruckzuck. Man braucht dazu, ich zähle es jetzt mal auf und dann schreibe ich es aber noch richtig hin. Knoblauch, Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Sojasauce, Ketchup, Tomatenmark, Senf, Honig und Sambal Oleg oder wie man es ausspricht und Kräuter der Provence. Also zuerst habe ich da 4 Knoblauchzehen, die habe ich schon geschält und in halb Hälften geschnitten und tue ich das jetzt in meinen Mixtopf rein. Dazu schalte ich den jetzt auf Stufe 5, 10 Sekunden und lasse ihn in das laufende Messer reinfallen. Steht jetzt da 4 bis 6, also ich habe jetzt 4 genommen, weil nicht, dass es zu knoblauchig wird. Man könnte es auch durch eine Presse geben, dann wären sie halt ein bisschen kleiner, aber so passt es auch ganz normal. Gut, dann die restlichen Zutaten in den Mixtopf. Also, jetzt geht's los. Gramm Honig. Ich muss mein Pad sichern, weil wenn ich da was drauf tropfe, dann kriegt die Krise. So, also 200 Gramm Honig. Ich hoffe ja jetzt, dass es bald Zeit wird zum Grillen. Weil dann habe ich wieder einige Rezepte auf Lager. Ich mache da noch meine Barbecue-Soße und lade so Geschichten. Ui, ist das viel. So. Gut. Lecker. Aber ich muss den Gang sauber machen. Jawohl. Muss ich nachher machen, weil sonst pickt mir das alles fest. So. Dann geht es weiter. 150 Gramm Tomatenmark. Ach, Moment, habe ich was Falsches? So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe es schon im Keller holen müssen. Dachte ich mir, schalte ich euch kurz weg dazu. Also, 150 Gramm Tomatenmark. Das war nicht was Falsches. Das war so eine Gulaschcreme, die wir aus Ungarn mitgebracht haben. Schaut fast genauso aus. So. Das ist fast eine ganze Tube. Ach, 150 Gramm, das ist ja Wahnsinn. Ja, eigentlich ist es schon fast eine Tube, steht sogar 200 Gramm dann drin, aber ich kann jetzt eigentlich auch gleich was leer machen. So, haben wir es schon. Ja, ist fast leer geworden. So, dann geht's weiter. 150 Gramm Ketchup. Ich habe jetzt so billigst genommen. Das ist, glaube ich, Wurst, was man dafür uns nimmt. Gramm Senf scharf. Ich habe jetzt so einen Grillsenf genommen, der ist scharf. Gut, dann ein Esslöffel Essig. Die sind hammer mega lecker. Die ist wirklich sauber. Ein Esslöffel Sojasauce. Das ist eine vom Aldi. Die ist ohne
Glutamat. Weil ich das nicht vertrage und bei meisten ist Glutamat drin, die ist ohne. So, ein Teelöffel Salz. Ich habe jetzt da keinen Teelöffel zur Hand. Spülmaschine ist sauber. Ich habe jetzt da ein Kräutersalz genommen, also nehme jetzt einen Teelöffel. Und dann kriege ich, dann kommen rein 5 Teelöffel Kräuter de Provence. Dann nehme ich bloß noch 4. Man kann es auch italienische Kräuter nehmen, das ist eigentlich wurscht, das ist alles das gleiche. Pfeffer frisch gemahlen. Steht nicht da so viel, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen was. Darf schon ein bisschen scharf sein. Und 250 Gramm Öl. Also es ist nichts Kalorienbewusstes, das muss jedem klar sein. Jetzt weiß man endlich, was in den Soßen immer drin steckt, wenn man die fertig kauft. Aber na gut. Da isst man ja nicht so viel. Und, nee. Gehört halt auch dazu. So, das Ganze 10 Sekunden Stufe 4, das ist nochmal Stufe 4, aber ich mache ein bisschen mehr. Deckel, Deckel. Ich mache jetzt Stufe 4, 15 Sekunden. Schau mal, ob es gut ist. War's das schon? Dass der Honig, dass ich nicht ganz verteilt hat. Ich mache es nochmal Stufe 5. Nochmal 5 Sekunden. Oder 6 Sekunden. Ja. Ja, also Stufe 5 klar ist besser, weil die Stufe 4 die Eier noch so langsam dass ich hin. Gut. Dann habe ich da Flaschen, da war mal Wein drin und die hebe ich mir mal ganz gern auf, weil die wirklich so schöne Form haben. So, aber jetzt kommt natürlich erstmal der Geschmackstest, ob die wirklich so gut ist wie letztens oder ob mir was fehlt. So. Ich habe Sambal Oleg vergessen. Ein Teelöffel Sambal Oleg. Haben wir es schon wieder vergessen. Aber ich habe doch gewusst, irgendwas fehlt. Ich nehme jetzt da einen, ich glaube, es kann ganzen Teelöffel. Ich nehme jetzt einen Esslöffel. Dass die ein bisschen scharf wird. So, wo ist mein Deckel hin? So, Chaosbraut. Also, Stufe 5. 6 Sekunden. So, jetzt nehmen wir eine Schüssel raus. Gut, also. Na, frischen Löffel. Frischen Löffel. Ja. Genau das hat gefehlt. Also, ist sie gut. Aber wegen mir könnte das nächste Mal ein bisschen weniger Honig drin sein. Die ist leicht süßlich, aber das kann man ja variieren, wenn man den Honig ein bisschen weglässt oder ein bisschen weglassen nicht. Ein bisschen weniger reintut, dann ich glaube ist sie gut. Jetzt muss man gleich die andere nochmal nehmen. Die schmeckt nämlich nur süß. Und die ist jetzt süß und scharf. Also ich darf ein bisschen weniger Honig nehmen, aber so ist es sehr lecker. So, das war's von mir. Das war ein schnelles Video. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Zum nächsten Mal.